Die Austria startet mit einem glanzlosen Sieg in die Quali-Gruppe. Heute steigt der große Schlager in der Meistergruppe, nämlich Salzburg gegen Rapid. Und ein echter Rambo war zu Gast im Krone.TV-Studio. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im Krone.at-Sportstudio. 1:0, Zweck erfüllt, Zauberfußball war es allerdings keiner. Die Wiener Austria ist in die Quali-Gruppe mit einem 1:0-Sieg gegen die Admira gestartet. Dominik Fitz hat in der 67. Minute das Goldtor für die Veilchen erzielt. Es war schwer durchzukommen, sagt er nach dem Spiel, aber wir haben phasenweise ganz gut gespielt. Ein bisschen differenzierter hat dann Trainer Christian Ilzer nach Abpfiff gesehen. Er hat gemeint, der Sieg war natürlich enorm wichtig, weil er Selbstvertrauen für die weiteren Aufgaben bringt. Aber so Ilzer, natürlich hätte sich jeder gewünscht, dass die Entwicklung schneller vonstatten geht und dass wir Zauberfußball an den Tag legen. Das war jedenfalls noch nicht der Fall. Außerdem haben gestern gespielt Mattersburg gegen Altach. Die Partie endete 1:1 und die WSG Tirol ist zu Hause gegen St. Pölten mit 0:5 untergegangen. Den Spruch des Tages dazu lieferte Marc Janko und zwar im Sky-Studio. Er meint, man hatte den Eindruck, dass sich die Spieler kollektiv an der Narkose des Trainers Tommy Silberberger beteiligt hatten. WSG Tirol-Trainer Silberberger hatte sich ja nach einem Motorradunfall einer Operation unterziehen müssen. Heute geht es weiter in der Bundesliga und zwar mit der Meistergruppe. Um 18.30 Uhr lauten die beiden Paarungen Lass gegen Hartberg und Sturm Graz gegen WRC. Und um 20.30 Uhr kommt dann zum großen Schlager der Runde. Meister Salzburg empfängt den SK Rapid. Salzburg-Trainer Jesse Marsch geht es durchaus ein bisschen pathetisch an und sagt, das ist heute das wichtigste Spiel des Jahres. Dem steht Rapid-Trainer Didi Kübauer nicht nach. Auch er sagt, heute ist der Tag der Wahrheit. Wir sind jedenfalls bereit und nehmen die Situation an. Bei einem Sieg würde Rapid jedenfalls bis auf einen Punkt an Tabellenführer Salzburg heranrücken und damit voll in den Meisterkampf einsteigen. Alle Partien können Sie wie gewohnt ab 18.30 Uhr bzw. ab 20.30 Uhr auf Krone.at im Live-Ticker verfolgen. Ich wünsche jetzt schon einen spannenden Bundesliga-Abend. Und dann darf ich Ihnen noch einen echten Rambo ans Herz legen. So wird er nämlich genannt. Sie sehen ihn neben mir schon eingeblendet. Andreas Ruppin ist der Mann, um den es jetzt geht. Er hat uns heute schon im Krone.at Sportstudio besucht und uns ein Interview über sein inzwischen schon sehr bewegtes Leben gegeben. Ruppin ist nämlich trockener Alkoholiker und hat auch mit Hilfe des Sports den Weg zurück in ein normales Leben gefunden. Allerdings ganz so normal ist es dann wieder doch nicht. Inzwischen ist Ruppin nämlich Ultra-Bergläufer und liefert sich da mit sich selbst regelrechte Schlachten. Wir hören einmal gemeinsam rein, was er denn über die Bedeutung von Sport in seinem Leben zu sagen hat. Für mich ist halt Sport ist wirklich mittlerweile alles geworden, also in meinem Leben. Und das hält mir sehr aufrecht und das macht mir extrem Spaß. Mir macht halt auch das sehr viel Spaß, einfach mich ein bisschen zerstören, sage ich mal. Also es ist wirklich, so wie gestern war ich auch wieder unterwegs mit dem Bike und so. Also wenn ich da nach Hause komme und ich bin schwerst kaputt und so, das ist halt schon ein großer Anreiz halt bei mir. Sagt Andreas Ruppin. Das Interview in voller Länge können Sie jetzt auf krone.at und auch auf krone.tv begutachten. Ich wünsche gute Unterhaltung und dann einen spannenden Fußballabend live auf krone.at. Das war es jedenfalls für heute. Ich freue mich, wenn Sie morgen mit dabei sind. Machen Sie es gut. Wiederschauen.